Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Baldur's Gate Teil 1 begrüßen zu dürfen. So, wir wollen wieder zurück zur flammenden Faust, weil diese Quest haben wir jetzt fertig. Also, jetzt müssten wir alle von diesen Gestaltwandler besiegt haben. Und wir haben ja auch den Originalinhaber befreit. Also jetzt müsste die Quest fertig sein und eine neue sollte aufgehen. Bin mal gespannt, was wir jetzt machen müssen. Die Quest wäre zwar auch, habt ihr ja gesehen gehabt, so weitergegangen, wenn wir nicht alles geschafft hätten. Ja. Gotcha. Ich stehe zu meinem Schon zurück, wie ist eure Mission verlaufen? Die Doppelgänger sind tot. Chasso leitet die Geschäfte jetzt wieder. Ich bin beeindruckt. Ihr habt euer Wort gehalten und ganze Arbeit geleistet. Ihr sollt für diese Heldentat das Dreifache der vereinfachten Summe bekommen. Ich möchte, dass wir in Verbindung miteinander bleiben, vor allem wenn der Eisenthron tatsächlich das vorhat, was ihr berichtet. Ja, das war doch schon um einiges besser als beim letzten Mal. Ich habe noch ein 3000 Erfahrungspunkte und Gold und Ruf. Oh, sogar um 2 verbessert. Cool. Ich habe noch einen Auftrag, der für euch von Interesse sein könnte. Ihr sollt reichen Lohn für eure Dienste erhalten. Möchtet ihr mehr darüber erfahren? Ja, wir sind immer an Arbeit interessiert. Warum geht's denn? Das Problem ist das folgende. Nacht für Nacht verschwinden Menschen von der Straße der Stadt. Meine Männer durchkämmen ständig alle Gassen und Wege auf der Suche nach den Übeltäter, bislang jedoch ohne Erfolg. Eine allgemeine Furcht greift um sich und kaum jemand wagt sich nächtens noch aus dem Haus. Es muss etwas unternommen werden, und zwar schnell. Wenn ihr bereit seid, den Auftrag zu übernehmen, erhaltet ihr 300 Goldmünzen im Voraus, sowie eine Prämie von 1000 Goldmünzen, falls ihr herausfindet, was mit den verschwundenen Bürgern geschehen ist. Was haltet ihr davon? Ja klar, machen wir. Eure Aufgabe ist denkbar einfach. Ihr sollt lediglich im Osten der Stadt patrouillieren und einen Eingang zu den Abwasserkanälen finden. Vielleicht habt ihr ja Glück und findet etwas heraus. Wenn ihr Bescheid wisst, trefft mich vor der Kaserne der flammenden Faust. Unsere einzige Spur für bis jetzt führt in die Abwasserkanäle. Also wenn ihr da zuerst suchen wollt, ist das bestimmt eine gute Idee. Wir haben auch Spuren eines Wesens mit vielen Beinen gefunden. Vielleicht handelt es sich um einen monsterhaften Tausendfüßler. Okay, vermisste. Erst einmal, das hier ist fertig. So, Scar war dermaßen beeindruckt davon, dass ich die Doppelgänger im Anwesen der sieben Sonnen ausgelöscht habe, dass mir einen saftigen Bonus gab und der war ja wirklich saftig. Und vermisste Bürger sind drinnen. Ich sollte die Abwasserkanäle auf der Ostseite der Stadt durchsuchen, um herauszufinden, warum dort Menschen verschwinden. Ska in der Kaserne der flammenden Faust wird wissen wollen, was ich herausfinde. Im Osten habe ich aber nichts gefunden gehabt, dass es da irgendwo runtergeht. Hier im Norden hätte ich einen Zugang gefunden. Gotcha. Ich gehe mal ganz kurz noch nach Osten. Gibt es da vielleicht doch irgendwo? Ich meine, ich muss ja sowieso... Moment. Ja, zum Beispiel haben wir doch einen Eingang. Na, dann gehen wir doch einfach hier runter. Und schauen erstmal hier rein. Dann gehen wir mal in die Kanalisation. Sie müssen die Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Schlumpsa, der König der Abwasserkanäle. Halt, meine Kinder! Es befinden sich Gäste in unserer Mitte. Ah, ja. Ich kann euch jetzt sehen und euren Anführer. Ihr wart ein Bücherwurm, ja. Bücher sind gut. Und ein Kind des Schicksals. Hey, ich habe schon von euch gehört, Frau Okami. Ich habe euren Namen in diesen steinigen Hallen flüstern gehört, wo sich das Tropfen des Wassers mit den Gurgeln der Toten vereint. Sie haben mir euren Tod gewünscht. Das müsst ihr wissen. Wer seid ihr und wer sind diese Wesen, mit denen ihr euch umgebt? Wer ich bin, also bitte, es ist schon so lange her, seit ich eine schreckliche Gestalt und eine Form wie ihr hatte. Ha, in euren Geist, da kenne ich Dinge. Ich sehe einen Ort, an dem ihr einst zu Hause wart. Katzenburg, bis zu jener Nacht war das der einzige Ort, den ich je kannte. Kerzenburg, ich war dort, nicht wahr? Ja, als ich meine jüngere Gestalt hatte und schrecklich stolz auf meine magischen Fähigkeiten war. Doch darüber bin ich schon seit langem hinausgewachsen und habe es zurückgelassen.
Ah, ihr habt einen alten Hunger in mir wieder weg. Ein Hunger auf etwas Handfestes, mein Kind. Kommt näher, damit ich mich an euch gütlich tun kann. Okay. Und ich dachte, wir hätten hier ein paar Freunde gefunden. Aber das ist wohl nicht der Fall. Schade. Ich würde jetzt auch das Gespräch nicht anders führen, ehrlich gesagt. Also... Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich das Gespräch noch anders machen würde. So, was haben denn die alles dabei gehabt? Ein bisschen Geld. Noch ein bisschen Geld. Edelstein. Okay, das war's. Und da liegt auch nochmal was. Moment. Erstmal noch Fallen entschärfen. Weil hier könnte ich mir vorstellen, dass es auch wieder Fallen gibt. Oh. Wir haben eine männliche Leiche gefunden. Das ist ein Leichnam. Die ist sogar für dich zu schwer. Die ist sogar für dich so zu schwer. Hä? Wieso hat Minsk nur noch 150? Hatte der nicht die ganze Zeit 300 und irgendetwas? Der hatte doch so wahnsinnig viel Dinger zum Tragen. Noch mehr, wir haben ja schon 220 hier. Und Minsk hat... Stärke 16. Hä? Wieso ist seine Stärke so weit runter? Hat er irgendwie irgendwas abgekriegt? Komisch. Ja, aber das erklärt's. Seine Stärke ist auf 16 runtergegangen. Das erklärt's, warum er nicht Ding hat. Aber seit wann ist das so? Und wieso steht hier nichts mit Ding drin? Das ist ja nur ein RK-Bonus. Das macht ja nichts mit Ding aus. Der Wolfsumhang, vorher hat er ja nichts gehabt. Das ist die... Das hier mit dem hier. Ha. Ich verstehe es nicht, warum er jetzt gerade so ein Ding hat. Moment, ich speichere mal kurz ab. Ich will mal ganz kurz rasten. Passiert was? Hast du jetzt immer noch? Ja, guck mal. Das muss irgendwie eine Krankheit oder irgendwas gewesen sein. Aber wir haben so viel von dem anderen Zeug hier schon drin, dass es wahrscheinlich irgendwo hier unten stand und nicht mehr drin war. Ja, jetzt haben wir wieder genug Dings. Das war irgendwie ein Debuff. Okay. Sehr seltsam. So, schauen wir mal auf der Karte. Also hier geht's auf jeden Fall... zum Südwesten. Geht's hier raus. Ach. Fine and dandy. Moment. Hier war das doch irgendwo. Hä, wo ging's hier raus? Ach, da ging's raus. Hier ging's raus. Jetzt ist auch drin. Da ging es raus, okay. Dann haben wir ja mehrere Sachen zum Anschauen. Hast du eigentlich noch Ding drin? Nee, was ist nicht mehr drin? So. Gotcha. Hoppala. Wer haben wir denn da? Eine Riesenspinne. Hat sich doch tatsächlich eine Riesenspinne hier. So, hier geht's auch nochmal raus. Oh, voilà, was? Und da geht's auch nochmal raus. Das müssen wir uns gleich mal anschauen. So, speichern. Dann gehen wir mal ganz kurz hier raus.
Jetzt sind wir... Ah ja, hier hinten. Und sind immer noch im Südwesten der Stadt. Okay, also hier geht's raus. Bitte runter wieder. Oh, you bet. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern. Und hier sind wir... Das ist so unglaublich. Wir haben Ausgang da und da und rauskommen wir da und da. Oh Mann. Okay, aber wir kommen überall. Wo ist denn hier der Ausgang? Gotcha. So, aber wir kommen überall hier zum Südwesten. Zum Südwesten. Muss ich ja nicht komplett ausschreiben. So. Alles klar. Und, was ist denn das? Da haben wir viele, viele Eier. Da liegt auch nochmal ein Toter, aber da können wir nichts mitmachen. Wer bist du? Du willst auf jeden Fall erstmal mit uns reden. Bleib stehen. Bleib sofort stehen, blasches Kind. Euer Fleisch, es ist ganz grün und lebendig und es bewegt sich. Was hat euch das angetan? Dumme Sting, ihr habt einen Fehler gemacht, einen Schicken mit seinem Fluch verwechselt. Was ist denn schon dieses magere Fleisch angesichts einer so enormen Schönheit? Dies wurde mir von Schlumscha zugefügt und ihr dürft euch glücklich schätzen, wenn er euch dasselbe Privileg gewährt. Nee, das glaube ich nicht, den haben wir schon erledigt. Und ich dachte, vielleicht ist der ganz in Ordnung. Aber vielleicht war es doch ganz gut, dass wir den, besiegt haben. Ah ja, jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Hier geht's auf jeden Fall auch... Nee, da geht's... Doch, da geht's auch nochmal raus. Wo kommen wir da hin? Anwesend Silberdings. Eingangkanal. Ah, das ist jetzt ganz im Nordwesten, glaube ich. Okay, also hier genauso. Ja, hier genauso. Wenn ich den Eingang nochmal finden würde. Ja. Also hier geht es. Nordwesten. Das nach Nordwesten, zur Südwesten. Ja, Nordwesten. Ich. Zu Nordwesten. Fertig. So, machen wir es einfach so. Gut, hier geht's nicht weiter. Fine and dandy. Und irgendwo müssten wir auf jeden Fall auch noch Karten haben. Andere Gebiete haben, wo wir jetzt noch nicht gewesen sind. Wo wir aus dem Unterkeller hingekommen sind, wenn ihr euch erinnert. Ah, da geht's gar nirgends hin. Okay, dann geht's hier mal nach Norden weiter. Nächstes Ding, wo wir rauskommen können. Das ist auch wieder... Also das Ding, das funktioniert nicht so richtig. Da kommen wir überall komplett woanders hin raus. Nordwesten, also da geht's auch wieder raus nach Nordwesten. Yep. So, da haben wir das ja. Und da geht's auch nochmal weiter. Ah ja, das sind Ghule. Oder heißt es Ghouls? Das ist ja immer die große Frage, Ghule oder Ghouls? Die einen sagen so, die anderen sagen so und alle behaupten, das wäre das Richtige. Was ist denn jetzt das Richtige? So, noch ein Stein kommt mit. Ein Ring und da haben wir doch auch was. So. Speichern wir mal, dann geht's hier nicht weiter. Hier geht's nochmal hoch. Und da kommen wir jetzt hier raus. Not a problem.
Und hier kommen wir wahrscheinlich auch irgendwo genau, da, wo wir das Ding schon markiert hatten. Das heißt, hier geht es auch zum Nordwesten. Ja, doch, also zum Nordwesten. Doch, so passt die Sache. Okay. Gotcha. Da geht's nicht weiter. Hier geht es... Doch, guck mal, da geht's weiter. Wo geht's denn da jetzt hin? Wo sind wir denn hier hingeraten? Okay. Yep. Bitte Ding nochmal anmachen. What's the story? Oh, you bet. Wer bist du? Hey, hier unten darf keiner rein. Sie starb, bevor ihr was auf die Nuss bekommt. Sind wir beim Eisenthron? Wir sind den neuen Rekruten uns gesagt, wir sollten uns etwas umsehen. Und das tun wir gerade. Auch wenn das wahr ist, ihr dürft dort trotzdem nicht in den Keller. So los, haut ab. Sind wir gerade beim Eisenthron? Angelangt? Ja, 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 ja. So. Alle mal kurz zur Seite. Du darfst mal hier aufmachen. Ihr lasst die Kleine mal vorbei. Dankeschön. Ja, da haben wir doch ein bisschen was bekommen. Okay, die kommen mal hierher. Der Dolch kann verkauft werden. Das kommt hier rein. Das ist Sorems Schreiben. Das kriegst mal du. Die Dinger kriegst du. Die kommen dann hier mit rein. Ja, was mit der Leiche machen? Noch keine Ahnung, ob er das beim Feuerthron, ob er das da irgendwie, ja. Bei der Feuerthron. Ich meine natürlich bei der flammenden Faust. Nicht Feuerthron. Ob er das da irgendwie machen können? Also hier gibt es auf jeden Fall viel, viel Geld. Da habe ich schon reingeschaut, oder? Ja. Und das ist ein Trank für... Ja, Frostriesenstärke. Gegen Kälte. Und gegen Säure. Alles klar. So, speichern wir mal hier ab. Geh mal ganz kurz hoch. Ich will wissen, was passiert. Wo sind wir denn hier? Oh, you bet. Sind wir jetzt... Sind wir beim Eisernen... Ja, Eisenthron. Gut, das dachte ich mir schon. Da will ich aber ja noch gar nicht hin. Hoppla. Da will ich ja noch nicht hin. Fine and dandy. War da gerade irgendwas? Ah ne, das ist nur die Ratte. Okay, also, das heißt, hier geht es zum Eisenthron. Alles klar. Hier ging es, glaube ich, nirgends weiter. Dann müssen wir noch hier lang gehen. Geht's hier irgendwo hin? Ja. Da geht's auch noch irgendwo hin. Wo geht's denn hier hin? Sind wir jetzt hingeraten? Ah! Ach, da haben wir auch nochmal einen Eingang gehabt. Da haben wir ja zur Kanalisation gehabt. Da haben wir zur Kanalisation gehabt. So. Und da haben wir dann auch einen Weg zur Kanalisation. Okay. Alles klar. Gotcha. Das habe ich nicht gesehen gehabt. Not a problem. Dann geht es hier. Unterkeller war das, glaube ich, gell? Unterkeller, ja. Unterkeller muss das gewesen sein. So. Ja, dann muss ich hier nochmal kurz schauen, ob ging es da auch noch irgendwie weiter und ich habe das verpeilt. Nee, da ging es tatsächlich nicht weiter.
Hier ging es tatsächlich nicht weiter. Hier ging es auf jeden Fall hoch. Hier ging es hoch. Dann schauen wir mal, wo es geht denn hier nochmal hin. Da geht es wahrscheinlich auch wieder zum Südwesten. Nee, da geht es nur zum Westen. Das war ja, glaube ich, der Westen. Genau. Gotcha. Also hier geht es zum Westen. Also da geht es schon zum Südwesten, da geht es zum Westen. Also das ist irgendwie sehr, sehr strange alles. Ja, dann müssen wir noch hier unten schauen und dann haben wir noch weitere Gänge hier. Im Unterkeller haben wir ja noch zwei weitere und die sehen aus, als ob das nicht auf dieser Karte ist. Also es gibt mehrere Kanalisationskarten, wie es aussieht. Und das hier ist nur die erste. Okay. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Mach's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.